Ja, auch andere Geschwister sind, können nicht da sein heute Morgen. Herzliche Grüße an alle, die zugucken. Dagi und ja, Jorek und Anna vielleicht und noch viele andere, die vielleicht gerade krank sind oder ja, geschwächt sind. Lass uns immer auch an die Geschwister denken. Für sie beten, Kontakt aufnehmen, das ist immer gut. Ja, wir sind im Buch Jesaja und in Kapitel 2. Genau, und lass uns noch mal kurz beten. Jesus, wir danken dir für dein Wort. Dein Wort ist ein Licht auf unserem Weg. Ja, durch dein Wort hast du alles ins Leben gerufen. Ja, Gott, du hast die Erde geschaffen durch dein Wort. Und du hast uns ins Leben gerufen. Und du hast durch dein Wort uns auch neues Leben, ewiges Leben gegeben. Ja, du bist das Wort, Jesus, das Fleisch wurde und ja, was ausgesandt ist in diese Welt. Ja, und durch deinen Geist sendest du dein Wort heute überall in diese ganze Welt hinein. Und ja, wir wollen unsere Herzen öffnen für dich, für dein Wort, was du zu sagen hast, wo du durch dein Wort heute Morgen Neues bewirken willst in uns. Da bitten wir dich, dass du zu uns sprichst, Herr. Wir brauchen dich, wir brauchen dein Wort. Sprich nur ein Wort, Herr, und wir werden gesund werden, wir werden heil werden, wir werden gerettet werden, wir werden erneuert werden, wir werden ja neues Leben empfangen. Wir bitten dich, dass du dein Wort sprichst zu uns jetzt, während wir dein Wort lesen, über dein Wort nachdenken. Hilf du, dass wir aufmerksam sind und dass wir dein Wort wirklich im Glauben aufnehmen, Herr. Danke, dass wir das im Vertrauen bitten dürfen und dass du das tun willst auch. Amen. Ich lese die Verse jetzt hier in Kapitel 2, über die wir nachdenken wollen gemeinsam. Wir fangen an in Jesaja 2, Vers 6. Ja, du hast dein Volk, das Haus Jakob, aufgegeben. Denn sie sind voll von Wahrsagern aus dem Osten und sind Zauberer wie die Philister und mit den Kindern der Fremden schlagen sie in die Hände. Sein Land wurde voll von Silber und Gold und seine Schätze haben kein Ende. Sein Land wurde voll von Pferden und seine Wagen haben kein Ende. Sein Land wurde voll von Götzen. Man wirft sich nieder vor dem Werk seiner Hände, vor dem, was seine Finger gemacht haben. Da wird der Mensch gebeugt und der Mann erniedrigt. Und du mögest ihn nicht vergeben. Verkriech dich in den Fels und halte dich im Staub versteckt vor dem Schrecken des Herrn und vor der Pracht seiner Majestät. Die stolzen Augen des Menschen werden erniedrigt und der Hochmut des Mannes wird gebeugt. Aber der Herr wird hoch erhaben sein, er allein an jenem Tag. Denn der Herr der Heerscharen hat sich einen Tag vorbehalten, über alles Hochmütige und Hohe und über alles Erhabene, dass es erniedrigt wird. Über alle Zedern des Libanon, die Hohen und Erhabenen, und über alle Eichen Baschans, über alle hohen Berge und über alle erhabenen Hügel, über jeden hohen Turm und über jede steile Mauer, über alle Tarsisschiffe und über alle kostbaren Boote. Und der Stolz des Menschen wird gebeugt und der Hochmut des Mannes erniedrigt werden.
Und der Herr wird hoch erhaben sein, er allein an jenem Tag. Und die Götzen, mit ihnen ist es völlig aus. Da wird man sich in Felshöhlen und in Erdlöchern verkriechen vor dem Schrecken des Herrn und vor der Pracht seiner Majestät, wenn er sich aufmacht, die Erde zu schrecken. An jenem Tag wird der Mensch seine silbernen Götzen und seine goldenen Götzen, die man ihm zum Anbeten gemacht hat, den Spitzmäusen und den Feldmäusen hinwerfen, um sich in die Felsspalten und Steinklüfte zu verkriechen vor dem Schrecken des Herrn und vor der Pracht seiner Majestät, wenn er sich aufmacht, die Erde zu schrecken. Lasst ab vom Menschen, in dessen Nase nur ein Hauch ist, denn wofür ist er zu achten? Worum geht es hier? Es geht wieder mal um die Ankündigung des Gerichtes Gottes. Und hier ganz speziell und ganz konkret über die Ankündigung des Gerichtes Gottes, über den Stolz und Hochmut. Zuerst seines Volkes, das Haus Jakob, dein Volk. Das ist das, womit Jesaja auch anfängt. Es ist ein Wort an das Volk Israel. Und hier sagt Jesaja in Vers 6, du hast dein Volk, das Haus Jakob, aufgegeben. Und dann sagt er, woran das zu sehen ist, an dem elenden Zustand dieses Volkes. Und das Elend besteht nicht darin, dass sie arm sind und schwach sind, sondern das Elend besteht darin, dass sie reich sind. Das Elend besteht darin, dass sie satt sind und in ihrer Sattheit und in ihrem Reichtum sind sie hochmütig. Und der Hochmut besteht vor allen Dingen in der Hochmut gegenüber Gott. Und das, was Jesaja hier sagt, das stimmt mit dem überein, was Paulus im Römerbrief Kapitel 1 sagt. Er sagt, Gottes Gericht besteht eigentlich darin, Gottes Zorn ist offenbart worden. Wodurch? Dass Gott sie dahin gegeben hat in den Begierden ihrer Herzen. Dass Gott uns dahin gibt in die Begierden unserer Herzen und sagt, okay, dann mach mal. Indem er seine schützende Hand von uns wegnimmt und sagt, okay, dann, wenn du meinst, du kommst selber klar, wenn du meinst, dass du es kannst, dass du es weißt, dann mach mal. Und er lässt uns laufen. Und wir rennen in unser Verderben. Das Gericht Gottes besteht nicht unbedingt darin, dass Gott uns aktiv straft, sondern dass er uns einfach unseren Begierden überlässt. Worin zeigt sich der Hochmut, von dem hier die ganze Zeit die Rede ist? In den Versen 6 bis 8 zeigt Jesaja oder zeigt Gott durch Jesaja ein paar Punkte auf hier im Volk Israel. Das erste ist, er spricht von den Wahrsagern aus dem Osten, von den Zauberern wie die Philister. Er spricht von der Offenheit und Öffnung für magische Praktiken aus anderen Völkern, von dem Einfluss von anderen Religionen auf die Kultur. Und das ist etwas, was wir total kennen, wo Gott genauso zu uns, zu seinem Volk heute spricht, wie damals zu Israel. Wenn wir unser Land anschauen, dann sehen wir den Einfluss von fremden Religionen auf unsere Kultur, Ich spreche jetzt einfach mal von Deutschland, in dem wir jetzt leben alle.
Aber es betrifft natürlich viele Länder, viele Nationen, viele Völker. Aber wir sehen es bei uns, dass das Land sich öffnet für alles Mögliche. Und wie sagt dieser wunderbare Spruch, wer offen für alles ist, der kann nicht ganz dicht sein. Offen für alles. Und das nicht erst in jüngster Zeit. Das ist schon ein Prozess, der lange am Laufen ist. Wenn man so ein bisschen tiefer gräbt und tiefer hineinschaut, dann sieht man, Einfluss von Islam in Deutschland, das ist schon seit dem 18. Jahrhundert so. Hinduismus, Buddhismus, seit dem 19. Jahrhundert ist in Deutschland in den intellektuellen Kreisen eine Öffnung und Offenheit dafür da. Und diese Gedanken, diese Weltanschauungen haben Einfluss auf das Denken, auf den Mainstream unserer Kultur. Und das ist so und das wird auch immer so sein. Das ist ja auch die ganze Zeit so, ne? Der Mainstream unserer Welt, der Weltgeist, das ist bestimmt und beherrscht von dem Fürsten dieser Welt. Es ist nicht ein Geist, der sich Gott unterordnet, sondern der von etwas anderem gesteuert ist. Das Problem ist, dass der Mainstream unserer Kultur immer auch Einfluss versucht zu gewinnen zumindest und dann leider auch Einfluss gewinnt auf die Gemeinde Gottes. Da, wo die Gemeinde Gottes sich öffnet für diesen Einfluss, wo sie das aufnimmt, wo sie meint, dass dem folgen zu müssen. Wir sind oft, sind es manchmal auch so, ja, ist es gut gemeint. Na, wir denken, ja, wir müssen uns bestimmten Einflüssen öffnen, wir müssen bestimmte Einflüsse aus unserer Mainstream-Kultur aufnehmen, damit wir die Menschen in unserem Land erreichen können mit dem Evangelium. Na, Paulus hat doch auch gesagt, ich bin den Heiden ein Heide, um viele für das Evangelium zu erreichen. Und da verwechseln wir etwas. Das eine ist, dass wir tatsächlich herausgefordert sind, uns einer von vielen Einflüssen bestimmten Kultur, von ja, religiösen Einflüssen und von spirituellen Einflüssen geprägten Kultur, die gegen Gott gerichtet ist. Wir müssen irgendwie mit dieser Kultur in Kontakt treten. Wir müssen mit ihnen in Beziehung treten. Und dafür müssen wir alles übertrieben religiöse, übertrieben fromme ablegen. Müssen den Menschen begegnen als Menschen. Und auf der anderen Seite, aber worauf wir achten müssen, in Sprüche heißt es, mehr auf als alles andere, achte auf dein Herz. Dass diese Dinge, diese unreinen Einflüsse nicht Einfluss gewinnen auf mein Herz, auf meine Beziehung zu Gott. Dass ich weiterhin im Reich Gottes, unter der Königsherrschaft Gottes lebe und bleibe. Und das ist unglaublich herausfordernd, unglaublich schwierig. Aber das ist das, was Gott hier anprangert. Hey, ihr mein Volk, ihr seid so gesegnet. Ich habe euch herausgerufen aus dieser Welt als mein Volk, um mich euch zu offenbaren, damit ich euer Gott bin und ihr mein Volk seid. Da kommen wir gleich zu. Ich will hier nicht springen. Vers 7, wie gesagt, das, was hier
Jesaja noch anprangert, ist der Hochmut, der sich zeigt durch ihren Reichtum und ihr Streben nach Reichtum. Groß sein zu wollen, reich sein zu wollen und dann auch Reichtum zu erlangen. Gott sagt, das zeigt euren Hochmut. Und dann spricht er von den Pferden und den Wagen, die kein Ende haben. Das ist militärische Stärke. Wir sehen den Hochmut des Reichtums auch in unserem Land. Die sozialen Spannungen, das auf andere herabschauen, weil sie nicht zu unserer sozialen Schicht gehören. Und wir sehen auch diesen Hochmut in der militärischen Stärke. Vielleicht nicht so sehr bei uns, weil letztendlich müssen wir sagen, wenn wir auf die Bundeswehr schauen, dann... Aber ist es nicht... Also ich finde es interessant, ne? Wir haben jahrzehntelang unter dem Schutz einer militärischen Großmacht gelebt. Aber nach wie vor ist in dem Denken der Menschen in unserem Land Hochmut da. Wir schauen abwertend auf die USA und wissen nicht, dass wir eigentlich unseren viel von dem, was wir an Wohlstand haben, was wir an auch Frieden erleben, eine lange Friedenszeit, verdanken wir einer militärischen Großmacht, die sich intensiv darum gekümmert hat, dass wir geschützt und bewahrt bleiben. Aber dennoch, wir sind ja auch so stark und wir müssen die Ukraine unterstützen mit unseren Panzern und so weiter. Und wir sind ja gleich auf mit Frankreich und USA. Wir sind nichts, aber wir bilden uns was ein. Immer wieder. Aber Israel hier, die sind stark geworden. Sie haben sich stark gemacht. Und ja, was kommt mit dieser Stärke, mit dieser militärischen Stärke? Da kommt Selbstvertrauen. Man vertraut auf sich selber. Wir haben ja auch eine Zeitenwende jetzt. Ne? Jetzt sollen 100 Millionen in die Bundeswehr, 100 Milliarden, ne? Milliarden, in die Bundeswehr reingepumpt werden und keine Ahnung. Wir müssen stark werden und deswegen müssen wir uns viele Pferde und Wagen anschaffen. Und am Ende sind wir dann stark. Und Gott sagt, ihr seid arm. Am Ende werden wir noch hochmütiger, als wir sowieso schon sind als Nation. Reich sind wir schon. Jetzt wollen wir auch noch stark werden. Und dann, das ist so eine Folge hier, sein Land wurde voll von Silber und Gold und seine Schätze haben kein Ende. Sein Land wurde voll von Pferden und Wagen und seine Wagen haben kein Ende. Sein Land wurde voll von Götzen. Und ja, wir sind gut auf dem Weg, ein Land voll Götzen zu werden. Wie Indien. Vielleicht ein bisschen anders, aber doch. Man wirft sich nieder vor dem Werk seiner Hände, vor dem, was seine Finger gemacht haben. Und da spürt man so dieses Unverständnis von Jesaja, dass er sagt, wie kann ein Mensch das machen, dass er sich niederwirft vor dem, was Menschenhände gemacht haben? Aber das machen wir, wenn wir unser Leben dem Mammon weihen. Wenn wir dem unser Leben hingeben für unseren Wohlstand, dann werfen wir uns nieder vor dem Werk unserer Hände. Und dann spricht
Und dieser Hochmut, dass das Hochmut gegenüber Gott ist, letztendlich dieses Ganze führt in den Götzendienst hinein und ist Götzendienst. Habgier ist Götzendienst, sagt Paulus in Epheser. Es steht dem ersten Gebot entgegen. Gott hat gesagt, ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus Ägypten herausgerufen. Ich habe dich herausgerettet. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Wenn wir also abweichen von diesem ersten Gebot, dann ist das Hochmut. Hochmut gegen Gott. Wir meinen, wir wissen es besser als Gott. Wir meinen, wir brauchen Gott nicht. Und das zieht sich durch die ganze Bibel. Und ich möchte mit euch hier durch ein paar Punkte durchgehen in der Bibel, wo uns Gott lehrt und aufzeigt, was es mit dem Hochmut auf sich hat von uns Menschen. Das fängt schon in der Sündenfallgeschichte an. Der Hochmut gegenüber Gott ist der Ursprung der Sünde schlechthin. 1. Mose 3 mit Adam und Eva, ihr könnt das nachlesen, 1. Mose 3. Der Mensch verlässt den Glaubensgehorsam gegenüber Gottes Gebot, um aus der untergeordneten Stellung unter Gott herauszukommen und um auf seinem eigenen Weg Gott gleich zu sein. Ja, der Teufel sagt, du kannst so sein wie Gott. Der Hochmut zeigt sich darin, dass Adam und Eva der Lüge Satans glauben, und in dieser Lüge ist ja etwas verborgen. Gott wird in einem Zerrbild dargestellt. Der Teufel sagt, Gott ist kein lieber Vater. Nein, er ist ein machtgieriger Despot, der nicht will, dass ihr groß werdet. Er will selber groß sein. Und deswegen hat er euch dieses Gebot gegeben und deswegen will er nicht, dass ihr von dieser Frucht esst, weil nämlich, wenn ihr das tut, dann werdet ihr so sein wie Gott. Also die Lüge Satans macht Gott zu einem machtbesessenen Tyrannen. Das ist eine totale Lüge. Das ist überhaupt nicht das, was Gottes Wesen und Charakter darstellt. Aber sie glauben es. Der Hochmut Adams und Evas zeigt sich auch darin, dass sie der Lüge Satans glauben, sie wären nicht auf die liebevolle Zuwendung Gottes angewiesen. Du brauchst Gott gar nicht. Weißt du, die Beziehung zu Gott, das ist sowieso, ne, heute sagt man das ja mal so, toxisch, ne? Die Beziehung zu Gott ist toxisch, ne? Gott ist so ein toxischer Typ irgendwie, ne? Und du musst dich daraus befreien. Die Lüge ist, dass du überhaupt ohne Gott leben kannst. Du brauchst seine liebevolle Zuwendung nicht, weil es am Ende gar nicht liebevoll ist. Das ist die Lüge Satans. Sie glauben das. Sie gehen darauf ein. Der Satan vermittelt ihnen, ja, du kannst auch ohne die vertrauensvolle Liebesgemeinschaft mit Gott leben. Ja, sogar noch mehr. Du kannst groß und herrlich werden wie Gott. Was spricht das an? In uns, in unserem tiefsten Innern. Ja, das ist das, was Hochmut bewirkt in uns. Und der Hochmut feuert das Ganze an. Du kannst jemand Großes sein. Ah, ja, ich will groß sein. Ich will herrlich sein. Das ist das, was, na, wenn Jesaja und Hesekiel von dem Fall Satans sprechen, in prophetischen Bildern sprechen sie von dem Fall Satans in Jesaja 14, Hesekiel 28. Dann ist genau das. Er wollte groß sein. War nicht zufrieden mit dem,
was Gott Wunderbares geschaffen und gegeben hat, sondern nein, ich will mich dem Höchsten gleich machen. Satanisch ist das. Hochmut. Was ist die Ursache, die tiefe Ursache von diesem Hochmut? Es ist die mangelnde Gotteserkenntnis. Wir begreifen nicht, wie groß und herrlich Gott ist in seiner Schöpfermacht, dass er die Lebensquelle ist, dass er auch die Liebe selbst ist. Wir verstehen Gott nicht. Und deswegen kommen wir zu einem völlig falschen Bild von Gott und aber auch von uns selbst. Ursache für diesen Hochmut ist auch die mangelnde Selbsterkenntnis, dass ich nicht weiß, wer ich selbst eigentlich bin. Dass ich auf der einen Seite, ja, Gott hat den Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen. Wow, krass. Aber in Unterordnung und Abhängigkeit von Gott. Nicht losgelöst von Gott. Und dieses, wenn ich das nicht wirklich in meinem tiefsten Herzen erkenne und anerkenne, dann entsteht Hochmut. Wir sehen das dann weiter in der biblischen Geschichte, 1. Mose 11, als sie den Turm zu Babel bauen. Da ist es nicht nur dieses Ehepaar, sondern da ist es die ganze lebende Menschheit, die sich zusammentut und meint, ja, zusammen sind wir stark. Und auch das ist Hochmut. Und das ist das, was ich all die letzten Jahre immer wieder in unserem Land höre. Ja, wie zusammen schaffen wir das? Wir machen das, wir schaffen das. Na, und es ist was Schönes, es ist was Gutes darin, dass man sich besinnt darauf, ja, alleine schaffe ich es nicht. Dass man sich darauf besinnt, ja, ich bin ja auch nicht alleine, ich muss es auch nicht alleine schaffen. Ja, wir sind ja viele. Aber wenn ich dabei Gott außen vor lasse, und das haben sie in Babylon gemacht. Sie haben nicht sich zusammengefunden, haben Gott gepriesen und gedankt, dass er sie nicht alleine gelassen hat, sondern dass er sie zusammengestellt hat, dass sie einander helfen können. Wunderbar ist das. Gott hat das so gedacht und geplant. Deswegen hat er ja Eva geschaut, hat gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Ich will ihm eine Hilfe machen. Das gemeinsam ist nicht das Problem, aber das gemeinsam ohne Gott, das ist das Problem. Und das ist Babylon. Sie wollen diesen Turm bauen, der bis an den Himmel reicht. Und warum? Wir wollen uns einen Namen machen. Wisst ihr, das ist der Ersatz für ewiges Leben, für Atheisten. Wie kann ich über den Tod hinaus am Leben bleiben? Dadurch, dass ich Menschen an mich erinnern. Und dass ich etwas bewirke in dieser Welt, was bleibt, in Anführungsstrichen. Das ist alles Hochmut gegenüber Gott. Gegenüber seinen wunderbaren Plänen. Ich schaffe mir Ersatzgötter. Und ich schaffe mir Ersatz, wie gesagt, für diesen wunderbaren Plan des ewigen Lebens. Aber das ist alles. Es fließt alles vom Widersacher, vom Satan her und es ist alles nur billiger Abklatsch. Da ist nichts Substanzielles. Weil das fehlt, was wirklich die Basis ist, der Fels, unser Gott, der lebendige, wahre Gott. Wie anders ist es, wenn wir vom Kapitel 11 zu Kapitel 12 gehen im ersten Buch Mose, nach dem Bau, wo sie versucht haben, diesen Turm zu bauen und Gott herabkommt, um sich das kleine Türmchen anzuschauen und sie dann zerstreut, indem er ihre Sprache verwirrt.
Wie anders ist es dann in Kapitel 12, als Gott sich einem einzelnen Mann offenbart und sagt, hey du, mit dir möchte ich was anfangen, was Neues, was Ewiges. Ich habe einen wunderbaren Plan, um diese verwirrte, verkommene, finstere Welt zu retten. Und bei dir will ich einen Anfang machen, Abraham. Und dann sagt er, dir will ich einen Namen machen. Ich will dir einen Namen, nicht du sollst dir einen Namen, sondern ich werde dir einen Namen machen. Und so ist es bis heute. Auf der ganzen Welt wird von Abraham gesprochen. Nicht, weil Abraham etwas geschaffen hat, für sich selbst etwas aufgebaut hat, ein Reich gegründet hat, wie, was weiß ich, die großen Herrscher dieser Welt, die wir alle schon vergessen haben. Sondern weil Gott ihm einen Namen gemacht hat. Weil er durch seinen Nachkommen die Welt gerettet hat, Jesus Christus. Hochmut gegenüber Gott. Lass uns mal weiter gucken. Oha, ich weiß gar nicht, ob ich das alles schaffe, was ich mir hier vorgenommen habe. Wir sehen dann, Gott hat sich ein Volk erwählt. Er hat es aus Israel herausgeholt. Dann sehen wir in nur ein schönes Beispiel, 2. Mose 16, sie hungern in der Wüste, er gibt ihnen Manna. Und dann steht in 2. Mose 16, Vers 19, und Mose sagte zu ihnen, niemand lasse etwas davon übrig bis zum Morgen. Sie haben also jeden Morgen da ihr Manna gesammelt, ne, in ihre Krüge rein. Und Mose sagt ihnen, hey, Gott wird dir jeden Tag das geben, was du brauchst. Unser täglich Brot gib uns heute. Gott wird dir jeden Tag das geben, was du brauchst. Bitte bewahre es nicht für den nächsten Tag auf. Und Vers 20 steht, sie hörten nicht auf Mose, sondern einige ließen etwas davon bis zum Morgen übrig. Da verfaulte es durch Würmer und stank. Da wurde Mose zornig über sie. Warum? Das ist Ausdruck von Hochmut. Hey, ich nehme Gott nicht ernst. Was soll das? Gott sagt, bewahr das nicht auf. Aber, und jetzt kommt die ganze Sache, ich glaube nicht. Ich weiß es besser als Gott. Ja, Gott, ist ja gut und schön, dass du das so und so sagst in deinem Wort, aber ich weiß es besser. Und daraus entsteht Ungehorsam, Sünde. Aus diesem Hochmut Gott gegenüber. Ich nehme sein Wort nicht ernst, ich folge dem nicht, ich mache, was ich denke, was richtig ist. Und dann fault es und stinkt es. In meinem Leben. In Vers 25 geht es dann weiter. Mose sagt, esst es heute, denn heute ist ein Sabbat für den Herrn. Heute werdet ihr auf dem Feld nichts finden. Also am sechsten Tag haben sie doppelt so viel gesammelt und Gott hat gesagt, das müsst ihr jetzt aufbewahren bis morgen. Diesmal ist es anders, macht es jetzt anders, bewahrt es auf, denn morgen könnt ihr das essen, dann geht ihr nicht raus, weil ihr sollt Sabbat halten, ihr sollt Ruhetag halten für den Herrn. Heute werdet ihr auf dem Feld nichts finden, sagt Mose. Sechs Tage sollt ihr es sammeln, aber am siebten Tag ist Sabbat, da gibt es nichts. Aber am siebten Tag geschah es, dass dennoch einige vom Volk hinausgingen, um zu sammeln, doch sie fanden nichts. Da sprach der Herr zu Mose, wie lange habt ihr euch nun schon geweigert, meine Gebote und Gesetze zu halten? Was für eine Widerspenstigkeit, Hochmut Gott gegenüber. Wir springen ins Neue Testament. Hochmut gegenüber dem Nächsten. Falsche, überhebliche Selbsteinschätzung. Wo finden wir das? In Matthäus 7. Wunderbares Gleichnis, was Jesus da, oder wunderbare Worte, die Jesus uns da ans Herz legt. Und die unser Herz offenbart, wenn wir es zulassen, dass dieses Wort hineinspricht. Wer ist ein Hochmütiger? Einer, der richtet. Und Jesus sagt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit welchem Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Wisst ihr, Hochmut zeigt sich in unserem Leben, wenn wir uns anmaßen, Richter über andere zu sein.
wo wir Gottes, und das ist nicht nur Hochmut gegenüber unserem Nächsten, sondern Hochmut gegenüber Gott. Wir nehmen Gott nämlich das Richteramt aus der Hand und maßen es uns selber an. Es ist Anmaßung und Hochmut. Jesus sagt, richtet nicht. Der sich zum Richter aufspielt, er achtet Gott nicht als Richter und er verachtet seinen Nächsten, weil er sich selbst in diese Richterposition setzt, den anderen aber in die Position dessen, der gerichtet werden soll und muss. Er vergisst aber, dass er selber gerichtet wird. Dann erzählt Jesus dieses wunderbare Gleichnis mit dem Balken und dem Splitter. Was aber siehst du, den Splitter, der in deines Bruders Auge ist, den Balken aber in deinem Auge nimmst du nicht wahr? Oder wie wirst du zu deinem Bruder sagen, erlaube, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, der Balken ist in deinem Auge. Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus deines Bruders Auge zu ziehen. Ich habe das, wenn ich darüber gesprochen habe, immer wieder gesagt, ich sage es heute auch nochmal. Wisst ihr, Jesus erzählt das Gleichnis so, dass ich, der ich das Gleichnis höre, immer den Balken habe. Warum? Wenn ich nämlich so auftrete, zu meinem Bruder gehe und sage, guck mal, da ist ein Splitter in deinem Auge, den ziehe ich dir mal raus, dann offenbart es meinen Hochmut. Mein Hochmut besteht darin, dass ich meine, dass ich der Helfer meines Bruders bin, dass ich ihn in seinen Problemen helfen muss, dass ich ihn verbessern muss und nicht begreife, dass ich viel größere Not habe, dass ich ein viel größeres Problem habe, dass ich derjenige bin, der Hilfe braucht. Wenn ich mich erhebe über meinen Nächsten und meine, der hat ein Problem, ich habe keine Probleme. Der hat ein Problem. Dann sagt Jesus, du bist ein Heuchler. Du siehst den Balken nicht in deinem Auge. Du bist erfüllt von Hochmut. Hochmut gegenüber dem Nächsten in Matthäus 18 zeigt sich auch auf andere Weise, nämlich in dieser Geschichte von dem Knecht, der so viel schuldig war seinem König, und der König hat ihm seine ganze Schuld erlassen. Er hätte ihn nie bezahlen können. Dann trifft er seinen Mitknechten und der schuldet ihm so eine kleinere Summe Geld und er sagt, ich will unbedingt mein Geld wieder haben. Und der sagt, ja, ich kann es dir jetzt nicht bezahlen, bitte hab doch noch ein bisschen Geduld mit mir, ich werde dir alles zurückzahlen. Und er sagt, nee, Zeit ist um, jetzt muss das her, sonst kommst du ins Gefängnis. Und Vers 32 in Kapitel 18 steht, da rief ihn sein Herr herbei und spricht zu ihm, böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest nicht auch du dich deines Mitknechtes erbarmt haben, wie auch ich mich deiner erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überlieferte ihn den Folterknechten, bis er alles bezahlt habe, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder von Herzen vergebt. Hochmut zeigt sich in Hartherzigkeit und Ungeduld und Unvergebung gegenüber unserem Nächsten. Und was ist wieder das Problem? Die falsche oder nicht vorhandene Gotteserkenntnis und die falsche Selbsterkenntnis. Dieser Knecht hat vergessen, wie viel ihm sein Herr vergeben hat, wie sehr er auf Vergebung angewiesen war. Wie viel Geduld der Herr mit ihm hatte. Und es ist Hochmut gegenüber seinem Herrn und gegenüber seinem Nächsten, sich davon nicht leiten zu lassen.
Stattdessen zeigt sich Hartherzigkeit, Ungeduld und Unvergebung. Wir gehen noch weiter in Lukas 18. Und das sind hier nur wenige Punkte, ne? Also ihr könnt da noch ganz viel in der Bibel zu finden. Die Geschichte vom Pharisäer und Zöllner. Vers 9. Er sprach aber zu einigen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien, und die übrigen verachteten dieses Gleichnis. Ist es nicht interessant, dass Jesus hier, dass hier im Lukas-Evangelium ganz klar und deutlich das Selbstvertrauen negativ beurteilt wird? Vertrau auf dich selbst. Nein! Vertrau nicht auf dich selbst. Es liegt konträr zu dem, was in unserer Mainstream-Kultur gepredigt wird. Konträr. Und lass uns nicht durcheinander bringen. Das ist so. Es ist ein anderer Einfluss. Vertrau auf dich selbst heißt, mach dich stark, mach dich selbst stark und imitiere die Stärke, die du gewinnst, wenn du auf Gott vertraust. Du kannst selbst stark sein ohne Gott, indem du auf dich selbst vertraust. Was ist die Antwort von uns Christen? Du kannst stark werden durch den, der dich stark macht. Vertraue auf den Herrn, der stark ist. In deiner Schwachheit, in deiner Not. Vertraue auf seine Gerechtigkeit. Er sprach zu einigen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien. Und die übrigen verachteten dieses Gleichnis. Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche, ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Jetzt kann man denken, naja, immerhin hat er eine Sache schon verstanden, dass das, was Gutes in seinem Leben ist, dass er das Gott verdankt. Denn er sagt ja, danke Gott. Da hapert es ja schon vielfach bei uns, oder? Dass in unserem Fleisch, in unserem tiefsten Innersten wir die Dinge, die gut in unserem Leben sind, die gut laufen, Sachen, die wir gut können, den Reichtum, den wir haben, all das Gute in unserem Leben, dass wir denken, ja, hast du gut gemacht, Jörg. So ist mein Fleisch drauf. Obwohl ich von meinem Kopf her ganz genau weiß, das ist, hat alles nichts mit mir zu tun. Paulus hat so einen schönen Vers dazu gesagt, 1. Korinther 4, Vers 7, wer sich das notieren will. Wer gibt dir einen Vorrang? Was hast du, das du nicht empfangen hast? Denk mal drüber nach. Was hast du, was du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen? Ein anderer Vers, der auch sehr gut uns da hineinführt, was das, worum es eigentlich das Problem geht. Jakobus 1, Vers 17. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Mein Fleisch sagt, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von mir. Und deswegen gebührt mir die Ehre dafür. Mir gebührt die Ehre und Anbetung. Das ist das Lied, was unser Fleisch singt. Unser gottloses Fleisch singt dieses Lied Tag für Tag. Und der Pharisäer steht da und er weiß, ja, als frommer Mensch
Gott, alles, was gut ist, kommt von Gott. Deswegen muss ich ihm Gott auch Danke sagen. Deswegen kommt er ja auch in den Tempel und betet und macht sein Dankgebet. Aber, wisst ihr, sein ganzes Gebet offenbart, dass diese Demut nicht echt ist. Warum? Weil dieser Pharisäer, der hat einen Balken im Auge und sieht es nicht. Er betet nämlich so, als ob er wesensmäßig anders ist als der Zöllner und all die anderen vielen schlimmen Sünder, die er so vor Augen hat. Er betet nicht: Danke Gott, dass du mich bewahrt hast davor, ein schlimmer Dieb oder Mörder zu werden, wozu ich fähig bin. Danke, dass du mir in deiner Gnade mich davor bewahrt hast, diesen schlimmen Weg zu gehen. Das betet er nicht. Er betet: Danke, dass ich nicht so bin. Du hast mich, und das sagt er auch nicht, sondern er betet so, als ob er es ist, er es wäre. Und er schaut herab auf den anderen. Und Paulus lehrt uns und sagt: Alle sind wir Sünder. Das ist keiner ausgenommen. Alle haben wir versagt. Und worin versagt er? Er versagt in dem Schlimmsten. Er verachtet seinen Nächsten. Er verachtet den, der zu Gott kommt und um Gnade fleht. Er verachtet den Sünder, der in Reue und Buße vor Gott kommt und zu Gott umkehrt. Er verachtet ihn. Er ist im Hochmut und darin in der schlimmsten Sünde, die er selbst nicht mal sieht. Den Balken sieht er nicht. Und er bezieht sich auf sein eigenes Handeln. Er denkt, seine Gerechtigkeit besteht darin, was er tut, und zählt all die Dinge auf, die er so getan hat. Der Zöllner aber, und hier geht es weiter in Vers 13, der Zöllner aber stand weit ab und wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott, sei mir dem Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus im Gegensatz zu jenem, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Und da spricht Jesus von diesem Gericht, von dem Jesaja spricht. Er sagt, jeder, der sich selbst erhöht, jeder, der in diese erste und schlimmste Sünde hineinfällt, hochmütig gegenüber Gott zu sein und dann auch hochmütig gegenüber seinem Nächsten, der wird erniedrigt werden. Der wird gerichtet werden. Wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Da kommen wir gleich noch zu. Ich mache auch nicht mehr lange, aber ich muss noch, ihr müsst noch, leider. Das lassen wir aus, aber das nehmen wir noch hier, bevor wir zum Ende kommen. Matthäus 23, Vers 6. Da sagt Jesus über die Pharisäer und Schriftgelehrten harte Worte. Er offenbart das, was in ihren Herzen ist. Sie lieben aber den ersten Platz bei den Gastmählern und die ersten Sitze in den Synagogen und die Begrüßungen auf den Märkten und von den Menschen Rabbi genannt zu werden. Die Liebe zum Lob, zur Ehrung, zur Anerkennung. Das ist das, was sie treibt. Das ist das, was sie antreibt. In ihrem frommen Handeln geht es um sie selbst. Jesus sagt: Ihr aber lasst ihr euch nicht Rabbi nennen, denn einer ist euer Lehrer. Ihr alle aber seid Brüder. Die richtige Gotteserkenntnis und die richtige Selbsterkenntnis. Wer bin ich? Da ist einer, der unser Lehrer ist. Ihr sollt auch nicht jemanden auf der Erde euren Vater nennen, denn einer ist euer Vater, nämlich der im Himmel.
Lasst euch auch nicht Meister nennen, denn einer ist euer Meister, der Christus. Der Größte aber unter euch soll euer Diener sein. Wer sich aber selbst erhöhen wird, wird erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigen wird, wird erhöht werden. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, Befreiung von diesem Hochmut. Ich weiß es nicht, ob Gott dich angesprochen hat an der einen oder anderen Stelle, ob du dich selbst wiedererkanntest. Ich erkenne mich überall wieder. Ich habe damit zu kämpfen. Ich habe darum zu ringen. Gott hat das immer mehr auch offenbar gemacht in mir und für mich. Das ist ein tiefes Problem. Wie gesagt, es ist in meinem Fleisch, singe ich dieses Lied. Und was ist die Lösung? Befreiung vom Hochmut ist tatsächlich, und das sagt Paulus, die dem Christus Jesus angehören, haben ihr Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt, getötet. Wisst ihr, dieses Lied wird nicht verstummen in unserem Leben, wenn es nicht am Kreuz von Golgatha hingerichtet wird. Und Umkehr zur Demut. Jesus sagt, kommt her zu mir, kommt zu mir. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und den Weg zeigt uns eigentlich Jesus in diesem schlichten, einfachen Gebet des Zöllners auf. Er sagt, Herr, sei mir, dem Sünder, gnädig. Was ist die Umkehr zur Demut? Anerkennung der absoluten Heiligkeit, Herrlichkeit, Größe und Güte Gottes. Er sagt, Herr, aus tiefstem Herzen, aus tiefster Überzeugung, du bist der Herr, mein Leben ist in deiner Hand. Ich weiß nicht wohin mit meinem Elend, mit meiner Sünde. Ich weiß nicht wohin. Du bist der Herr. Er beugt sich vor Gott. Herr, Anerkennung der Realität, der Größe und Herrlichkeit Gottes. Anerkennung der eigenen Stellung vor Gott. Sei mir dem Sünder, ich bin der Sünder, sei mir Sünder gnädig. Ich bin ein vergänglicher Sünder, ich bin Staub, ich bin in Ewigkeit verdammt und verloren. Das ist meine Position, das ist meine Stellung. Von uns allen hier ist das die Position. Da kannst du noch so viel Gutes in deinem Leben getan haben, es reicht nicht. Da ist zu viel Müll und zu viel Mist in deinem Leben. Zu viel Dreck. Wenn es darauf ankommen würde, wenn es einfach nur darum geht, dass Gott dein Leben beurteilt, du gehörst zu der großen Schar der verdammten, verlorenen Sünder. Und das muss ich im tiefsten Herzen anerkennen, annehmen, glauben. Wenn ich das nicht tue, dann bleibe ich ein hochmütiger Selbstgerechter. Sei mir, dem Sünder, gnädig. Und das ist das Dritte, das ist so wichtig und so. Wisst ihr, wir können beide Dinge tun. Gottes Größe und Herrlichkeit und Heiligkeit anerkennen. Unsere Verlorenheit erkennen und anerkennen. Und wisst ihr, wir können dennoch hochmütig bleiben. Dadurch, dass wir uns im Selbstmitleid dann drehen und quälen. Ja, ich bin ein so elender, verlorener Sünder. Oh, wie furchtbar. Ja, Gott ist so groß und herrlich und heilig und gut. Und ich bin ein so elender und verlorener und ich bin so ein Versager. Und ich drehe mich in meinem Selbstmitleid und bin stolz und hochmütig. Warum? Weil ich die Gnade und die Rettung meines Herrn nicht annehme. Weil ich mich nicht danach ausstrecke, Herr, sei mir Sünder gnädig, schenk mir Gnade, rette mich, heile mich, mach mich neu. Ich glaube dir, ich glaube, dass du das machen kannst, so elend und verdorben und hoffnungslos verloren ich auch bin. Du kannst mich retten, Jesus. Herr, sei mir, dem Sünder, gnädig.
Und das wirkt sich dann auch aus, wenn ich zu dieser Demut durchdringe. Dann verändert mich Gott, dass ich auch meinen Nächsten mit diesen Augen betrachte. Dass ich sehe, ja, dass ich ihn höher achte als mich selbst, so wie Paulus sagt, einer achte den anderen höher als sich selbst. Jesus, wir preisen dich und danken dir, dass du gekommen bist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin, Herr. Ich preise dich, dass du gekommen bist, um Sünder zu retten, um Sünder selig zu machen. Uns verlorene Sünder, die wir in Hochmut dir ins Angesicht gespuckt haben, die wir in unserem Hochmut dich gekreuzigt haben. Ja, und du wurdest erniedrigt bis zur niedrigsten Niedrigkeit. Du hast es selbst zugelassen, damit wir erhöht werden. Was für ein Gott, was für ein Retter. Wir preisen dich, dass das Gericht über unseren Hochmut und über unsere Sünde, dass du das auf dich gezogen hast, damit wir Heilung, Befreiung von unserem Hochmut, von unserer Sünde, von unserem Stolz finden können. Damit wir in die Liebesgemeinschaft mit unserem wunderbaren Gott und Herrn eintreten können und damit darin leben können, Herr. Und so beten wir, dass du das jetzt tust, ja, in unserem Innersten, da wo wir überführt sind durch deinen Geist, wo du uns zeigst, wie verkommen wir eigentlich wirklich sind. Herr, so kommen wir, treten wir vor dich wie der Zöllner und sagen, Herr, sei uns Sündern gnädig. Reinige du uns von allem Stolz und allem Hochmut. Herr, wir wollen unser Fleisch ans Kreuz schlagen. Es soll kein Raum mehr, diese Stimme soll verstummen für immer, die sich selber brüstet, falscher Dinge, und wollen dir von Herzen die Ehre geben über alles Gute in unserem Leben. Du bist gut und du hast uns so reich und so herrlich beschenkt durch deine Gnade. Wir danken dir und preisen dich dafür. Amen.